Guten Abend, Herr Bundespräsident. Guten Abend, Frau Wellmer. Aus Bangkok, gerade gelandet aus Vietnam. Das ist wunderbar. Wir haben es gerade auch im Film gesehen. Ihr besonderes Anliegen bei dieser Reise ist, Menschenhandel bekämpfen und Fachkräftezuwanderung stärken. Wie kann das gehen? Das eine eindämmen und das andere hochfahren. Ja, es gibt da einen Zusammenhang, der auf der Hand liegt. In dem Maße, in dem wir legale Zugänge eröffnen und wir haben dringenden Bedarf an Arbeitskräften, insbesondere im Pflegebereich, im Gastronomiebereich, wo wir schon viele Beschäftigte aus Vietnam und der Region hier haben. Der Bedarf steigt aber weiter und deshalb ist auch der Bundesarbeitsminister mitgereist und hat ein Abkommen mit seinem Kollegen in Vietnam heute unterzeichnet, in dem der Zugang für vietnamesische Arbeitskräfte in den deutschen Arbeitsmarkt erleichtert werden soll. Der erleichterte legale Zugang ist gleichzeitig ein Beitrag, um illegale Zugänge zu verringern. Daneben brauchen wir natürlich eine aktive Bekämpfung von Schleuserkriminalität. Dazu müssen Sicherheitsbehörden beider Seiten zusammenarbeiten. Und ich habe mich heute auch getroffen mit Nichtregierungsorganisationen, die durch Prävention und Aufklärung dazu beitragen, dass junge Menschen in Vietnam nicht den falschen Menschenhändlern in die Hände fallen. Es ist ja im Grunde auch Konsens. Deutschland mit einer alternden Gesellschaft braucht ausländische Fachkräfte. Aber wenn es um Menschen mit Migrationshintergrund geht, kommen auch aus der AfD Stimmen, die genau solche Bürger hier nicht wollen. Wie kommt das bei den Menschen an, mit denen Sie auf Ihrer Reise sprechen? Ja, schon bevor ich abgereist bin hier in diese Region nach Südostasien, habe ich aus dem europäischen Ausland viele irritierende Fragen über die Veränderung unserer Republik festgestellt. Natürlich schaut man auch hier in Vietnam und vermutlich auch in Thailand, wo die Gespräche erst morgen beginnen werden, schaut man ebenso irritiert, überrascht auf manche Äußerungen, die jetzt im politischen Raum in Deutschland gefallen sind. Aber ich bin mir ganz sicher, dass die Demonstrationen, die es am Wochenende gegeben hat, auch eine glaubwürdige Gegenbotschaft sind. Wir sagen, die Demokraten in unserem Land sind aufgestanden und haben gemeinsam formuliert, wir wollen Rechtsextremismus in unserem Lande nicht haben, nicht dulden. Und das ist eigentlich eine Botschaft, auf die wir stolz sein können in diesem Jahr, in dem wir den 75. Jahr unseres Grundgesetzes, das Grundgesetz einer liberalen und weltoffenen Gesellschaft, feiern wollen. Aber auch bei vielen von denen, die protestieren gerade, herrscht ja das Gefühl, die Regierungsparteien zoffen sich mehr oder weniger von Krise zu Krise und verlieren dabei den Blick auf ganze Bevölkerungsteile, siehe Heizungsgesetz oder auch jetzt Bauernproteste. Darauf deuten ja auch aktuelle Umfragen hin. Wie viel Verantwortung trägt die Regierung selbst gerade für die Spannungen in der Gesellschaft? Eine Regierung kann sich nie freisprechen von solchen Veränderungen und sie tut es, wenn ich die Interviews der Regierungsmitglieder am Wochenende gelesen habe, in der Tat ja auch nicht. Der Aufruf an sich selbst, zukünftig geräuschloser zusammenzuarbeiten und Streit, den es notwendigerweise über manche Angelegenheiten gibt, nicht immer nach außen zu tragen, kommt ja auch von Regierungsmitgliedern selbst. Daneben muss uns allerdings besorgen, dass wir auch jenseits unserer deutschen Grenzen, wenn wir in die Niederlande, nach Frankreich, nach Italien und erst recht in die USA schauen, dass es Trends gibt hin zu einer stärkeren Polarisierung unserer Gesellschaften. Dem müssen wir entgegenwirken, natürlich in Deutschland, aber natürlich auch in den anderen europäischen Staaten. In Amerika werden die Wähler das im November dieses Jahres entscheiden, welchen Weg das Land geht. Nur hierzulande, Herr Bundespräsident, wie soll das gehen? Dass demokratische Kräfte konkurrieren können, ohne, wie Sie sagen, die Polarisierung noch mehr zu verstärken. Das funktioniert ja im Moment nicht. Da gibt es ein Missverhältnis. Ja, vielleicht ist das, was wir jetzt auf den Straßen erleben, auch ein Weckruf an die demokratische Mitte oder ich sollte vielleicht sagen, all diejenigen, die in diesem Lande friedlich und in Freiheit zusammenleben wollen. Vielleicht ist das auch ein Weckruf, Zusammenarbeitsmöglichkeiten dort zu suchen, wo sie in der Vergangenheit auch aufgerieben worden sind.
in der Debatte zwischen Regierung und Opposition. Es gibt Felder, in denen es gemeinsame Interessen gibt, da bin ich mir ganz sicher. Die hat es in der Vergangenheit immer wieder bei großen, strittigen Fragen gegeben. Und ich kann mir vorstellen, dass die gegenwärtige Situation auch noch mal zum Nachdenken bei dem einen oder anderen in den Regierungsparteien und Oppositionsparteien führt. Wie selbstkritisch sind Sie auch persönlich als Staatsoberhaupt? Dass Sie fähig zur Selbstkritik sind, haben Sie auch mit Blick auf den Umgang mit Russland schon bewiesen. Haben Sie sich gefragt, ob auch Sie in den vergangenen Jahren als Staatsoberhaupt Menschen aus den Augen verloren haben, vielleicht zu weit weg von Ihren Bedürfnissen waren? Ich glaube, es nützt jetzt gar nichts, dass Sie jeden auffordern, Fehler zu bekennen, sondern es ist erforderlich, dass wir aus der Situation Schlüsse ziehen. Und Sie wissen, Frau Wellmer, ich habe vor 2 Jahren begonnen, immer wieder Berlin zu verlassen, gerade weil ich den Eindruck hatte, dass viele Menschen sich in unserem Lande nicht gehört fühlen. Deshalb gehe ich regelmäßig für 3 Tage in eine deutsche Kleinstadt, in eine deutsche Mittelstadt hinein, tauche tief ein in das Debattengeschehen dort und versuche, nach Berlin mitzubringen, worüber die Leute vor Ort sprechen und was sie von der Politik, von der demokratischen Politik in Deutschland erwarten. Ich glaube, wir alle haben zu lernen, mit Schuldbekenntnissen allein ist es nicht getan. Hinhören, hingehen, das ist jedenfalls die Botschaft, die ich den politisch Verantwortlichen geben kann. Es geht mir auch nicht nur darum, dass jemand Fehler bekennt, es geht mir um die Bedeutung dieses Jahres. Wir stehen ja am Anfang eines Wahljahres, Sie haben es vorhin schon angesprochen, mit Kommunal- und Europawahlen im Juni, mit 3 Landtagswahlen im September. Die Demokratie wird in diesem Superwahljahr wohl mitverhandelt werden. Was können Sie, was wollen Sie auch in den kommenden Monaten noch zusätzlich unternehmen, um den Bürgern das Gefühl zu geben, dass es sich lohnt, die Demokratie zu wählen und nicht ihren Abbau? Ich glaube, ich habe in den letzten Wochen und Monaten immer wieder deutlich gemacht, dass sich Politik, die verantwortlichen Politiker selbst in die Verantwortung nehmen müssen. Dazu habe ich eben ein paar Worte gesagt. Das Wichtige ist aber, wenn wir in diesem Jahr über 75 Jahre Grundgesetz reden, dass wir uns erinnern, dass die Demokratie in Deutschland nicht vom Himmel gefallen ist, dass sie auch nicht auf ewig garantiert ist, sondern die Demokratie lebt vom Engagement ihrer Bürger. Und deshalb wird meine Aufgabe auch darin bestehen, immer wieder dorthin zu gehen, wo wir Engagement von Bürgern vermissen, gerade auf der kommunalen Ebene, wo manche Parteien schon Schwierigkeiten haben, Bereitschaft zu finden, für kommunale Wahlämter zu kandidieren. Und das auch deshalb, weil viele sich die Last einfach nicht mehr auferlegen wollen, dass sie Zeit zur Verfügung stellen, um das Leben im Ort besser zu machen und dafür beschimpft zu werden. Deshalb gehört zu all dem, Frau Wellmer, nach meinem Eindruck auch, dass wir uns wieder einen anderen Ton in der Republik angewöhnen, dass wir respektvoller miteinander umgehen und ich sage das mal auch respektvoller mit den demokratischen Institutionen in unserem Land. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, vielen Dank für dieses Gespräch, vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön.